Das Leben kann so schön sein, aber manchmal gibt es Dinge, von denen bekomme ich Albträume. Zum Beispiel Fahrpreiserhöhungen. Das ist ja mittlerweile eine liebgewonnene Sache bei den verschiedenen Verkehrsverbundvereinbetrieben im Freistaat und in Leipzig. Selbst das Sozialticket wird ab August dann ein Drittel teurer sein, als es startete. Und das ist gerade mal 6 Jahre her. Aber gleichzeitig will man die Innenstadt irgendwann verkehrsruhiger machen und das bei deutlich mehr Einwohnern. Monopolisten, die Geld verdienen müssen, haben es halt gut. Wenn die Bilanz am Ende stimmt, haben sie ja nichts falsch gemacht. Was sollen die Leute schon machen, die kein Ticket mehr bezahlen können? Ein Auto kaufen? Ich mag vielleicht ein Hundeleben führen, aber selbst ich weiß, wer zu lange unbeweglich bleibt, wird irgendwann einfach zur Seite geschoben. Besonders, wenn es um Mobilität geht.